Moins Moin, hier ist wieder euer Dom. Heute geht's um eine Eier-App, weil ich es nie hingekriegt habe, Eier zu kochen, die weich sind, habe ich hier die ultimative App dafür. Und zwar können wir oben unsere Eiergröße einstellen, wo jetzt das L steht, dann können wir die Eierhärte einstellen, dann die Temperatur und vor allen Dingen die Höhe über dem Meeresspiegel. Oben in den Einstellungen finden wir den Alarmton. Wie möchten wir, dass unsere Eier-App klingelt, wenn die Uhr abgelaufen ist? Das sieht man hier ganz gut. Und dann haben wir zwei, drei Tests gemacht, damit man das auch hört. So, und wenn wir das dann bestätigt haben mit OK, dann klingelt das immer so, wie wir es hier eingestellt haben. Weiter können wir alle Einheiten verändern. Also wenn man mehr Fahrenheit will, also das ist im Prinzip auf Deutsch, kann man das alles einstellen, wie unsere Einheiten hier so sind, auf Gramm. Und dann können wir hier die Höhe auf Meter einstellen. Wir haben den Durchmesser, den wir von den Werten her verändern können, auf Millimeter. Ich habe zwar noch nie ein Ei ausgemessen, ich gehe immer nach diesem L, XL und links. Und wir können den Standby des Bildschirmes deaktivieren. Das heißt, unsere Eieruhr bleibt auch an, im Prinzip sichtbar auf dem Bildschirm, wenn wir den Timer zum Beispiel auf 30 Sekunden gestellt haben. So, das war zu den Einstellungen sehr einfach gehalten. Und dann, wenn wir alles eingestellt haben, gehen wir einfach auf Timer starten. Es ist noch gesagt dazu, wenn wir zum Beispiel die Höhe über dem Meer, die ist wichtig, die können wir auch ohne Probleme über GPS uns holen. Das heißt, die App holt sich die Höhe über dem Meer, wenn wir das nicht wissen, automatisch, wenn wir ein GPS-Signal empfangen. So, und dann läuft unsere Eieruhr ganz locker runter und irgendwann bimmelt die und dann sollten wir vielleicht die Eier auch rausnehmen, weil sonst hilft die beste App nichts. Also, ich finde die total cool, meine Frau freut sich, weil die kriegt endlich mal weiche Eier. Ich verbock das nicht immer mit den Eiern, mach mir keine Sorge, auch wenn wir Gäste haben, weiß ich genau, der eine will ein weiches, der eine will ein hartes, also mache ich die Eier mit dieser App. Und mit der Zeit merkt man sich dann die Uhrzeiten, dann macht man die App auch nicht mehr unbedingt auf. Aber wer weiß, vielleicht brauche ich die ja mal, wenn ich am Himalaya mal so ein kleines Ei kochen muss, wie ich das dann da einstellen muss. So, hier habe ich dann nachher noch ein Straußenei gekocht. Nein, das habe ich natürlich nicht, aber ich habe mir einfach mal die Einstellungen angeguckt, wie sich das so verändert. Ein hart gekochtes Stauer kurz über dem Meeresspiegel, würde ich sagen. 10 Minuten und 35 Sekunden. Naja, dann gutes Kochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß mit der App. Die ist wirklich praktisch. Bis dann, euer Tom.